Du hörst den Podcast zum Lernen lernen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Herzlich willkommen in Vogtis Podcast Show. Bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Und unser heutiges Thema: Nahrung fürs Gehirn. Ja, es ist tatsächlich so, dass es da deutlich davon abhängt, wie klug wir sind oder wie gut wir denken können, abhängt davon, was wir essen oder was wir zu uns nehmen. Und wenn man immer so guckt, was so die Schüler teilweise mitbringen, nicht? Also wir essen eine schöne Tüte Chips zum Mittag oder das weiße Brötchen, also vom Bäcker, dann sind das so manchmal Sachen, naja, die eher nicht dazu dienen, dass man anschließend recht gut denken kann. Ich habe auch ganz häufig schon gesehen, also gerade bei Abiturienten, die dann in ihrer Prüfung sich mit Glucose, also mit Traubenzucker eindecken, dann noch eine ordentliche Büchse Red Bull auf den Tisch stellen, also irgendwelche Powerdrinks und noch das eine oder andere dazu, so also eine Tafel Schokolade und ja, ist alles nicht ganz so super, wobei die Schokolade, da könnte ich mich direkt mit anfreunden. Also gehen wir doch mal im Einzelnen durch. Wenn wir wollen, können wir ja gerade mal bei Getränken anfangen. Also Wasser ist eindeutig das beste Getränk, das man sich fürs Denken und fürs Lernen vorstellen kann. Und dabei sollte es möglichst sprudelfrei sein. Warum? Weil Wasser einfach ein Lösungsmittel ist und ein Transportmittel. Und alles, was wir bedenken, muss auch tatsächlich transportiert werden. Das sind dann zwar irgendwelche elektrischen Signale, aber zum Beispiel alle unsere Mineralstoffe und Vitamine, die müssen ja irgendwo hin an die Zellen und das macht das Wasser in der Regel. Sicherlich, du weißt, das macht das Blut, aber Blut besteht ja zum großen Teil aus Wasser. Dann gibt es immer wieder die Anfrage, Kaffee ja, Kaffee nein. Also da gibt es ja eine sehr, sehr viel Forschung drüber und man hat also herausgefunden, dass Kaffee, also dieses Koffein da drin, tatsächlich sehr anregend ist. Das heißt also, man kriegt dadurch schon eine höhere Aufmerksamkeit. 1-4 Tassen pro Tag, das sind okay, also mehr sollten es aber dann wieder nicht sein, denn zu viel schadet dann auch wieder. Das hat ja damals schon Paracelsus gesagt, also die Dosis macht's. So, Softgetränke, Cola, nix gut. Warum? Viel Zucker. Und dieser Zucker ist hochglykämisch. Und hochglykämisch heißt, es macht nachhaltig müde. Also die ersten 10, 20 Minuten nicht. Dann Cola ist einfach relativ schnell, dann wieder im Blut. Aber danach sagt sich die Bauchspeicheldrüse, cool, also ist ja noch Zucker da, kann ich also schon mal die Insulinausschüttung einstellen und dann fallen wir in so eine Art Vorschlaf. Also wenn man zu viel davon trinkt, sowieso nicht so gut, weil dann überreizt es unsere Nervenzellen und die sterben tatsächlich. Also Softgetränke sehr vorsichtig und zum Lernen eher nicht geeignet. Kakao ist wieder recht nett, weil da wird zum Beispiel Serotonin ausgeschüttet, da haben wir ja dieser Effekt der Schokolade, also Serotonin lohnt uns auch und lässt uns wohlfühlen, das ist schon ganz in Ordnung. Und für die Erwachsenen unter uns, also auch ein Glas Rotwein kann helfen, nicht unbedingt während des Lernvorgangs, aber vor allen Dingen in der Abwehr von Oxidantien, genau, also die freien Radikale werden dann abgewehrt, das ist im Prinzip ein Antioxidant, so wollte ich sagen.
Wenn man allerdings mehr als 2 Gläser trinkt, also ab 3 Gläser, da geht es tatsächlich schon wieder ans Nervenabsterben. Also auch wieder nicht so gut. So, dann haben wir die Fettsäuren. Sicherlich hast du schon mal gehört, was von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Beide sind gut, aber wir haben leider ungesundes Verhältnis. Also wir bräuchten viel, viel mehr Omega-3-Fettsäuren, weil die tatsächlich dann auch die Nervenzellen schützen. Du musst dir vielleicht das so vorstellen, also jede Nervenzelle hat ja Verbindungen zu einer anderen Nervenzelle und zwar sehr, sehr viele Verbindungen. Und immer wenn wir etwas neu lernen, wird eine neue Nervenbahn gebildet. Und irgendwann wird diese Nervenbahn, wenn wir das nämlich öfter mal wiederholen, dann kriegt diese Nervenbahn sozusagen den Reiz, aha, das scheint eine sehr wichtige Autobahn zu sein, oder ein wichtiger Weg zu sein, lassen wir uns mal eine Autobahn draus machen. Und dann wird diese Nervenbahn ummantelt. Wir sagen dazu Myelin, also eine Myelinschicht wird drumherum gemacht und die besteht aus Fett. Wenn wir also gar kein Fett zu uns nehmen würden, dann hätten wir dafür auch kein Fett zur Verfügung. Andererseits, wenn ich zu viel Omega-6 zum Beispiel zu mir nehme, dann sterben Zellen schon wieder ab oder Synapsen verkleben. Synapsen sind diese Enden von diesen Nervenbahnen, wo dann also praktisch über Neurotransmitter die Information weitergeleitet wird. Und wenn ich zu viel Omega-6 in mir habe, zum Beispiel eine Tüte Chips gegessen habe, dann werde ich einfach langsamer. Und diese Neurotransmitter, also die transportieren dann praktisch unsere Informationen entweder wieder gar nicht mehr oder einfach viel langsamer. So, fassen wir mal zusammen, was mit den Fettsäuren ist. Also Omega-3-Fettsäuren schützen, also deutlich mehr Omega-3 essen oder zu sich nehmen. In der Regel wird es in Form von Fisch sein oder in Leinöl, Rapsöl. Da ist sehr, sehr viel Omega-3 drin. Olivenöl hat die Eigenschaft, also relativ neutral zu sein. Da ist ein ausgewogenes Verhältnis dabei. Also Olivenöl ist auch gut. Sie verbessern die Reizweiterleitung, die Omega-3-Fettsäuren. Aber man sollte möglichst wenig von fettem Fleisch essen. Butter und Sonnenblumenöl zum Beispiel, auch nicht so besonders toll. Ja, also fettes Essen, fetter Braten. Naja, dann lieber eine Stunde verdauen und schlafen, spazieren gehen, aber nicht unbedingt an wichtige Dinge denken müssen. Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind unglaublich wichtig fürs Gehirn, weil unser Gehirn ernährt sich ja eigentlich nur über Kohlenhydrate. Die Energie wird also über Glucose erzeugt und da gibt es nun wiederum gehirnfreundliche Kohlenhydrate und gehirnfeindliche Kohlenhydrate. So, das wäre also der volkstümliche Begriff dafür. Gehirnfeindliche wären hochglykämisch, dieses Wort hatte ich schon mal gesagt. Also das ist zum Beispiel alles, was mit Kristallzucker zu tun hat oder Stärke oder weißes Mehl, also zum Beispiel Weizenmehl. Und alle Dinge, die natürlich daraus hergestellt sind, also meinetwegen das Brötchen vom Bäcker, das Stück Kuchen, ja, süße Nachspeise. Hochglykämische Kohlenhydrate zerstören Neuronen. Nicht so toll. Außerdem gehen sie recht schnell ins Blut. Sie gaukeln uns vor, dass wir relativ fit sind und in Wirklichkeit ist es also gar nicht so. Und wenn wir zu viel davon nehmen, das hat doch noch wieder was mit dem Fett zu tun, dann sagt das Gehirn eigentlich ganz gut, dass ich da eine ganze Menge davon habe. Finde ich auch ganz toll. Das ist nämlich auch ein schöner Energiespeicher. Und das lege ich mir mal für später, für schlechte Zeiten zurück und wandeln dann diese hochglykämischen Kohlenhydrate in Fett um, körpereigenes Fett. Und das ist genau das, was man dann später nur noch sehr schwer los wird. So, also wie gesagt, Glucose ist der einzige Brennstoff im Gehirn. Er kann also dort im Gehirn auch nicht gespeichert werden. Demzufolge müssen wir Kohlenhydrate zufügen. Aber wie machen wir das? Mit gehirnfreundlichen. Gehirnfreundliche sind also niedrig glykämisch und die haben die Eigenschaft, dass die sehr langsam ins Blut gehen.
Also man kriegt nicht sofort den Aha-Effekt damit. Aber wenn man also zum Beispiel zum Morgen Müsli isst, dann hält das also für den ganzen Vormittag vor und der Körper baut das also ein Stück für Stück ab und kann das Gehirn die ganze Zeit über mit Glukose beliefern. Obst hat niedrigglykämische Kohlenhydrate, allerdings davon relativ wenig, aber Vollkornbrot. Also ich weiß, wie was ist mit unseren Gewohnheiten nicht, aber man ist gewöhnt, ständig also schöne knusprige Brötchen zu haben. Und dann plötzlich jetzt auf Vollkornbrot umzusteigen, ist eine Umstellung. Also ich habe es gemacht und ich fahre damit richtig gut. Ich war ja Bäckersohn, ist ja klar, dass der dann also immer die frischesten Brötchen hatte. Und wir also dann auch später, als wir weggezogen sind von unserem Heimatort, dann natürlich auch beim Bäcker den besten Kunden waren und immer Weißbrötchen gekauft haben. Irgendwann habe ich dann aber tatsächlich meine Ernährung umgestellt auf Vollkornbrot und das schmeckt mir jetzt genauso gut. Das ist wirklich nur eine Gewohnheitssache. Haferflocken sind auch noch recht gut. Ja. Also zusammengefasst hier zu den Kohlenhydraten, es gibt zwei Sorten, die hochglykämischen und die niedrigglykämischen. Man sollte immer versuchen, möglichst viel von den Kohlenhydraten zu nehmen, die also langsam ins Blut gehen. Also Vollkornbrot, Müsli, Haferflocken. Und von den Kohlenhydraten hängt absolut ab, wie ist unsere Lernfähigkeit, wie gut funktioniert unser Gedächtnis, wie gut kann ich mich konzentrieren und wie ist meine Stimmung. Und bei den niedrigglykämischen steigt der IQ, bei den hochglykämischen sinkt der IQ, ganz einfach. So, dann ist es wichtig, mit welchen Mineralstoffen, welche sind da wichtig? Also, du hast bestimmt schon mal was davon gehört, Magnesium. Magnesium erhöht die Erregbarkeit der Nerven. Man muss nicht unbedingt jetzt Präparate von Magnesium nehmen, wenn, dann ist es auch nur so ein ganz bestimmtes Magnesiumsalz, was man zu sich nehmen sollte, aber es würde ausreichen, wenn du, wie gesagt, schon Haferflocken nimmst, da ist Magnesium drin. Soja ist Magnesium drin, Bananen, das ist vielleicht das bekannteste, und auch in der Milch. So, dann brauchen wir den Zellschutz für unsere Nerven, denn die müssen auch geschützt werden. Und da ist Selen eine wichtige Quelle. Und dieses Selen transportiert auch noch das Vitamin E. So, und das finden wir in Getreide, in Paranüssen. Ich habe mal gelesen, eine Paranuss reicht aus, um den Selenhaushalt des Körpers zu bedienen. Also, was ausreicht, wie viel Selen man am Tag zu sich nehmen kann. Eine Paranuss ist ja wirklich übersichtlich. Selen ist auch in Knoblauch drin. Also, Knoblauch ist gesund. Aber ich glaube, das wissen die meisten sowieso. Dann haben wir noch Phosphor. Der Phosphor ist verantwortlich für den Aufbau von Enzymen, also Zellstoffwechsel. Und Phosphor finden wir in Milch, Milchprodukten und auch in Soja. So, dann haben wir Gegner, die unsere Zellen immer gerne zerstören wollen. Ich hatte vorhin schon mal was davon gesagt. Die greifen also auch unsere Nervenzellen an. Das sind die bösen, freien Radikale. Und die kommen aus der Luft oder aus unserer Nahrung und so weiter. Und diese freien Radikale, da haben wir natürlich ein Immunsystem dagegen. Aber man kann das auch ein bisschen stärken. Die Gegenspieler wären nämlich die sogenannten Antioxidantien. Und wenn du da die Faustregel haben willst, dann ist ja, je dunkler die Lebensmittel sind, desto besser. Also zum Beispiel an Früchten. Also zum Beispiel alles, was mit Beeren zu tun hat, Brombeeren, dunkelfarbige, also schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren, aber auch Himbeeren und Erdbeeren und so weiter. Also Beeren sind immer gute Antioxidantien. Backpflaumen. Also vielleicht gewöhnst du dir an, immer wieder mal die eine oder andere Backpflaume zu essen. Macht sich auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte ja auch schon den Rotwein erwähnt, also maximal zwei Gläser.
ist ein schönes Antioxidant zum Abend. Ja, also man soll ja möglichst abends nicht mehr Rotwein trinken, aber naja, manchmal ist es ja auch wirklich ganz nett. So, alles was mit Weintrauben zu tun hat und Rosinen natürlich und grüner Tee. Also das sind so klassische Antioxidantien oder was auch toll ist, sind Tomaten. Und jetzt könnte man sagen, okay, Tomatenketchup auch. Jein, also als Antioxidant ja, aber in Ketchup ist unglaublich viel Kristallzucker drin. Also das ist dann wieder nicht mehr so toll. Ja, und dann ist es ja noch wichtig, was für Vitamine nehmen wir zu uns und wo sind die drin? Also fürs Gedächtnis ist wahrscheinlich das Vitamin B12 das Wichtigste. Und das ist enthalten in allen Hefen, also in Hefe, in Fisch, in Leber und in Milch. Aber da kannst du dann mal gucken, auch im Brot ist zum Beispiel Vitamin B12 enthalten. Und wer aber zu wenig Vitamin B12 hat, also das kann man ja wirklich mal im Blut untersuchen lassen, wenn man merkt, irgendwie kriege ich das in meinen Kopf nicht rein. Dann muss man gucken, ob man vom Arzt vielleicht auch was verschrieben kriegt, ein Präparat. Also Vitamin B12 könnte durchaus ein Mangel sein. Dann gibt es ein Coenzym, das unsere Zellen jung erhält und für den Energiestoffwechsel verantwortlich ist. Also man einer sagt auch, das ist der Jungbrunnen. Und das ist ja fast wie so eine Mode geworden. Also das ist das Coenzym Q10. Und das ist aber auch in Nüssen enthalten und in Kohlen, Pflanzenölen, im Fisch. Aber es gibt es natürlich auch als Präparate. Aber da würde ich wirklich gucken, was sind also möglichst, also keine 0815 Präparate aus der Drogerie. Da würde ich vorsichtig sein. So, den Serotoninspiegel anheben, das kann die Folsäure. Auch da gibt es häufig Menschen, die Mangel haben, also beispielsweise Schwangere, sollten immer Eisen zu sich führen und Folsäure, aber auch wieder unter Aufsicht des Arztes. Folsäure ist zum Beispiel in Kohl enthalten und in der Leber. Dann haben wir das Vitamin Niacin, Konzentration und Wachheit. Also hier haben wir auch wieder die Leber und Fisch, wo Niacin drin ist. Und das Vitamin E. Da werden vor allen Dingen die Nervenbahnen geschützt und das ist auch ein Antioxidant. Und das ist in Nüssen enthalten und in Weizenkeimöl. Naja, und dann ein Vitamin, ich glaube, das hättest du sowieso von vornherein gewusst, das Vitamin C, das bekannteste von allen. Also das ist vor allen Dingen für die Reizweiterleitung verantwortlich und für die Produktion von solchen, was ich schon gesagt habe, Neurotransmittern, die also dann praktisch zwischen den Synapsen hin und her schwimmen und die Informationen einfach weiterleiten. Und die Vitamin C, wo ist Vitamin C drin? Naja, du wirst es wissen, in Obst und Gemüse. Übrigens Gemüse noch mehr, also besser geeignet als Obst, weil Obst manchmal auch mit diesen Fruchtsäuren wiederum wieder diese hochglykämischen Zucker drin haben. Aber Obst in jedem Fall. Und ja, dann könnte man vielleicht sagen, also wenn du zum Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, was also so ein Student mitnehmen sollte oder ein Abiturient, wenn er zur Prüfung geht, was soll er denn nun dabei haben? Also ich würde mitnehmen Mineralwasser, möglichst stilles, tatsächlich eine halbe Tafel Schokolade, ein paar Nüsse. Dabei sollte mindestens eine Paranuss dabei sein, ein paar Datteln und Feigen, vielleicht ein, zwei Bananen, Obst und als Kohlenhydrat vielleicht ein, zwei Stullen Vollkornbrot. Und wenn ich dir vielleicht noch einen Tipp geben kann, also wie du generell, das war ja jetzt für den Test gedacht, und generell im Laufe des Tages, also Gehirnkraftfutter zum Beispiel, könnte man sich ja selber zusammenstellen.
Das wäre also zum Beispiel das Studentenfutter, nicht? Also es das heißt ja nicht umsonst Studentenfutter. Da sind also Nüsse und Rosinen drin, also viele Antioxidantien und viele Vitamine bzw. Mineralstoffe. Und sie sind also niedrigglykämisch, das geht also langsam ins Blut. Oder überhaupt Nüsse und Mandeln. Mandeln sind ja keine Nüsse. Ich hatte vorhin schon erwähnt, Müslis. Ja, aber aufpassen wieder hier, dass nicht zu viel Zucker drin ist. Haferflocken, Soja. Gut sind auch Eier, Fleisch, aber in Maßen. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, vielleicht einmal die Woche. Leber, Fisch, auch Leber nicht zu häufig. Fisch, wer also Fisch nicht mag, da gibt es ja noch diese Omega-3-Kapseln von, ja, auch aus Fischen. Fischfett produziert. Obst und Gemüse natürlich nicht vergessen. Wer das nicht hinkriegt, weiß, man sagt ja mal, fünfmal am Tag sollte man möglichst unterschiedlich farbiges Obst und Gemüse essen. Ich kriege es nicht immer hin, deswegen nehme ich tatsächlich solche Nahrungsergänzungsmittel dafür. Wasser, 1,5 bis 2,5 Liter pro Tag. Es kann auch bisschen mehr sein, wenn man Sport macht, dann vielleicht 1 Liter mehr. Aber bitte, wenn du jetzt bis dahin nicht darauf geachtet hast und du trinkst zurzeit 0,7 Liter pro Tag, dann erhöhe nicht morgen auf 2,5, weil das würde deine Blase nicht ausmachen, dann bist du nur auf dem Klo. Also mach das dann, steigere das dann ja, nach und nach. Also auch hier wieder die Dosis macht das aus. So, Tee und Kaffee, maximal aber 4 Tassen pro Tag und nicht vergessen Schokolade. Also, das wäre so rundum Nahrung fürs Gehirn. Ich werde vielleicht in einem der nächsten Sendungen auch vielleicht mal ein kleines Rezept mitgeben, wie man sich zum Beispiel so eine Pausensnackkeks backt. Also, ich fand es beeindruckend, dass das also selbst meine Schüler mir alle weggegessen haben. Also das denkt man ja, das ist gesund. Das ist doch nichts für Schüler. Nee, das hat denen ganz gut geschmeckt. Also, in dem Sinne und dann bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11. Gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.